Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Quest Gusk und sollen diesen Hexenritter töten. Alok und die anderen Überlebenden von Ashmore haben mich gebeten, das Tuatha-Lager von Cadismyr zu zerstören. Es befindet sich über der Passhöhe und wird von einem Tuatha namens Gusk und seinen beiden Hexenrittern befehligt. Ich muss zuerst die beiden Hexenritter ausschalten. Das wird bestimmt nicht so mega einfach, aber entleck dich mal. Und dann schauen wir mal. Mal ihn können wir doch schon mal auf unserem Wege mitnehmen. Da wird schon irgendwas gespeichert. Weil wir hier in so eine gefährliche Nähe anscheinend kommen. Hi. Komm mal her hier. Ihr dürft alle kommen. Ja, das ist doch schön. Mach schon. Das ruckelt wieder. Okay, Maki geht nicht, weil er immer seinen komischen Schutzkreis hat. Okay. Das war aber nicht der Hexenritter, das war... Oh, wir sind jetzt in Eventide, wieder ein neuer Ort. Und ich höre immer was. Ah, hier um die Ecke. Oh, da werden bestimmt Gegner kommen. Ah, ruhig so einen aufgeladenen Schuss hat. Aber ich komme so nicht an den Rahmen. Ich brauche meine Chakrams. Ja, den kriegen wir jetzt auch. Das ist euer Ende und ich dränge ihn voll in die Ecke. Mein Lieber, ich glaube, das ist eher dein Ende. Ja, heroische Musik. Wir wissen's. Ein Versteck soll hier sein. Oh. Schöne Dinge. Gucke ich mir noch an. Was haben wir hier? Das ist ja cool. Eventide-Schatz. Das sieht ja cool aus. Ich will den Schlüssel haben. Und ich will den Singstein natürlich benutzen. Und das ganze Gold mitnehmen. Ich muss dafür um die Ecke, ne? Ja, okay. Einen habe ich übersehen, aber egal. Hab ein bisschen Schiss hier. Kann immer sein, dass hier was passiert. Ich speichere mal. Oh, das ruckelt so nervig. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. Es tut mir echt leid. Ich habe jetzt schon Dinge neu in meinem Rechner. Weiß nicht, was man noch machen kann. Oh, das wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich nur gucken. 74, 54, 97. Der ist... Aber die Dolche des Blutbades behalten wir. Ich glaube, die sind immer noch besser. Ja. Okay, dann sekundär bitte nochmal. Den wollen wir ausgerüstet haben. Und bei primär bitte die gelehrten Chakrams. Jawohl. Okay. So. Oh
ruhmreicher Fremder in unserem Land. Ihr bringt den Tod mit des Schicksals Hand. Oh oh. Mit Gräber mit Leichen. Total viel. Ihr seid ein Teil des Lebens. Erscheint. Ihr konntet ja nebenbei vielleicht den Untertitel zumindest lesen, während ich gekämpft habe. Wisst ihr, was der Singstein uns erzählen wollte? Ich weiß es nicht. Okay. Schön. Wo soll ich hin? Da. Wo ist denn der Spacko? Oh, und da hinten ist so ein Morgan-Vieh. Und ich glaube, ich muss aber trotzdem sowieso hier hoch. Ich glaube, dass die Hexenritter hier eher rumkreuchen und fleuchen. Sie alle die ganze Zeit in meine Fallen rein. Lustig. Och Mann. Jetzt darf ich mir auch das Gold nehmen. Das darf ich nämlich vorher immer nie. Und versuch's trotzdem manchmal gerne. Ich höre immer noch Und ich bin hier überhaupt nicht gerne, ne? Aber wenigstens läuft es gerade ruckelfrei. Huch, was haben wir hier? Ein Versteck. Okay. Vielen Dank. Für Speis und Trank. Da war ich gerade dran. Das war auch wohl jetzt. Hallo. Tja, das haben wir im Moment gut geschafft. Ich speichere mal. Man weiß ja nie. Inventar, gucke ich mal, was haben wir denn hier, was weg kann. Ja, die sind gut. Aber die haben nicht so viel Leben und das ist mir halt auch sehr, sehr wichtig. Waffen. Der hat sogar 80 Leben dabei. Aha. Ah, aber egal. Schaden ist mir in dem Falle wichtiger bei meinem Bogen. Okay, ach ja. Und dann können wir bei Konsumgut können wir tatsächlich ja mal was nehmen. Zumindest so eine Stärke und weiß auch nicht. Irgendwas Cooles wie das da. So. Na, wenn der mich noch nicht entdeckt hat, vielleicht schaffen wir das sogar. Entdeck mich nicht. Haha. Das ist sowieso das Geilste.
in so ein Tuatha-Lager und dann schön von hinten erdolchen. Das wird bei dem aber nicht funktionieren, glaube ich. Der wird sich jetzt gleich umdrehen. Den habe ich auch noch mitgenommen und die anderen werden mich jetzt so, genau. Mit Dolchen hatten wir auch noch nicht, aber es funktioniert gut. Okay, da kommen sie aber alle und ich brauche meine Chakrams. Es müssen immer mehr Tuatha dran glauben. Finde ich gut. So. Da aber irgendwo soll er sein. Mit seinen ganzen Freunden hier im Lager. Okay, warte, die entdecken mich sonst. Der hat mich fast entdeckt. Was ist der denn so aufmerksam gerade? Gemeinheit. Ja, der sieht mich immer hier, der eine Vogel. Wenn der nicht wäre, könnte ich ran. Ja. Bisschen Mana wäre nicht schlecht. Ach, hallo, Mana, habe ich gesagt. Ritter mit dran glauben. Ihr gehört mir. Nein, du gehörst mir. Jetzt stirb. Ey, willst du mich verarschen? Du nervst mich mit deinem ganzen blöden Pfeilgedünse. Geh doch. Die immer denken. Ja, es gehört alles mir hier. So, was haben wir hier? Eine Bandruhe schwer. Dann hetze ich mir wieder einen Fluch drauf. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Kann ich alles mal so irgendwann machen, aber nicht jetzt. Jetzt bin ich froh, dass ich nämlich zuletzt meine Krankheiten und das alles geheilt hatte. Und die ganze Rüstung alles schön aufgewertet. Dann muss ich mir das nicht schon wieder gerade kaputt machen, indem ich die Bandruhe nicht hinkriege. So, das war einer von dreien oder so. Ich glaube dreien. Ja. Kriege ich hier was hin oder kriege ich hier was nicht hin? Er wird's merken. Er wird's merken. Ich versuch's im letzten Augenblick. Er hat's nicht gemerkt. Okay. Ja. Und ich habe schon wieder keinen Mana.
Alle weg! Alle weg! Ich nehme sie alle mit auf meinem Weg. Ich glaube, mir sollte man gerade nicht so unbedingt immer begegnen. Was haben wir hier? Knochen. Okay. So, dann laufe ich einfach mal hier weiter lang, Richtung Gelb. Talisman des sicheren Hafen, was habe ich gerade gelesen? Irgendwie sowas. Oh, meine Tränke geben mir alle, das ist auch scheiße. Man findet, finde ich, immer noch verhältnismäßig wenig. Weiß nicht, wie ich mich gleich heilen soll. Oh, das sind aber viele. Mal rein in den Haufen. Mach! Ja. Ja. Kann ich irgendwas anderes noch nebenbei nehmen? Diese Schadensverstärkung nehme ich mal und das da. Genau. Übersichtlicher. Nur noch er ist übrig. Genau den, den wir wollen. Ihr gehört mir. Jawohl. Bisschen anstrengend. Und wäre toll, wenn man mal Tränke finden würde, ihr Leute. Weil es ist ein bisschen unfair. Dankeschön. Das war ein Trank und man verbraucht ja wohl ein bisschen mehr. Mittel. Manno, ich würde sie jetzt eigentlich machen, aber... Okay. Käfigtür auf. Keiner da. Hier war ich schon dran, ne? Ja, ja, ich gehe da gerne wieder ran. Das war der Hexenritter. Und jetzt sind wir in Kadüsmyr. Ich speichere mal ab. Was haben wir in unserem Inventar hier? Templers Rüstung. Vielleicht haben wir ja irgendwas, was gerade gut ist. Ja, ich nehme mal die hier, weil dann haben wir ein bisschen Leben gerade.
Bisschen mehr Leben kann nicht schaden. Und dann haben wir hier noch die Schuhe des Eisschutzes. Die sind auch neu. Die kann ich aber wegpacken. Und den Talisman. Ist der besser als das, was wir haben? Nö, auch nicht. Gut. Dann haben wir ein bisschen was wieder im Plunder. Alles weg damit. Konsumgut. Ja, danke. Schaffe ich es, wieder von hinten anzugreifen? Wäre cool. Obwohl der halt direkt hier in unsere Richtung guckt. Welchen nehme ich mir denn mal vor? Der wird mich sehen. Ah, scheiße. War klar. Aber ein Versuch war's wert. Mana mehr. Ätzend. Mano. Echt anstrengend. Meinen wenigen Tränken und so und kein Mana gerade. Kann keine Zauber gerade benutzen. Und jetzt habe ich mich doch, nach so wenigen Parts habe ich mich ja doch echt schnell dran gewöhnt, was wir jetzt so alles können. Diese Sprengfallen und Schutzzauber und was nicht alles. Es ist schon cool. Hier haben wir unsere Mitteltruhe. Schön. Tja. Noch ein Haufen. Ich weiß nicht recht. Ich habe Angst. Was ist mit den Stiefeln? Sind die besser? 80 Mana. Ja, aber ich behalte gerade mal meine an. Ich behalte sie gerade mal an. Und ich speichere an der Stelle einfach mal. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Kingdoms of Amalur, weil den letzten Haufen, den mache ich dann im nächsten Part. Und dann, ja, mal gucken, wie es läuft. Aber wir haben ganz schön viel durch die Gegend gemetzelt. Ich glaube, das wird den Tuatha-Herren überhaupt nicht gefallen. Bis dann!